Game the day between. Und du Games. Und damit herzlich willkommen, seid gegrüßt zu einem neuen Let's Play, maybe. Oder einem Let's Test, das ist noch nicht ganz klar. Ich schaue mir heute auf jeden Fall mal The First Tree an. Mal schauen, welche Ausmaße es annimmt, ob es zu einem Let's Play wird, zu einem Let's Test. Ich habe erstmal ein kostenloses Game, also ich habe es kostenlos gekriegt im Epic Games Store, das Spiel The First Tree, und die haben auch schon einen kleinen Fuchs, so wie ich es in den Trailern gesehen habe, ist das auch der Hauptcharakter, den wir hier spielen werden. Ist mal wieder schön, dass die Maus nicht zu sehen ist. Aber vielleicht auch ganz gut fürs Spiel. Also wird die Maus mit angezeigt, sieht nicht so aus, als wenn die PC-Maus mit drauf. Drücke Eingabe-Taste, um zu beginnen. Ich würde mal sagen, wir schauen mal rein. Das sieht doch schon im Startbildschirm, denn in den Trailer sah es auch schon wunderhübsch aus. Schauen wir mal, was hier wird. Was wir mit dem Fuchs hier machen. So, ein Fuchsspiel. Da kenne ich jemanden, den das freuen würde. Neue Spieloptionen. Okay, die Quests. Und wir starten in das Spiel. Let's go. Rennspiel. Fuchstatzen. Eine verschneite Landschaft. Eine aufgehende Sonne über einer schneebedeckten Nordlandschaft. Da schläft ein kleiner Fuchs in seiner eisigen Höhle. Ich hoffe, die Musik ist nicht allzu laut. Are you awake? I thought I heard you get up. Yeah, I'm awake. Sorry, I just can't sleep. Yeah, a bit. Usually get back to sleep, my love. I'm fine. No, ich hoffe, ich bin trotzdem zu hören. Okay. What else is on your mind? I don't know. It seems weird, but I had one of the most vivid dreams of my life. I saw a fox on a snowy mountain. Just looking confused and worried. Those eyes. I can't get those eyes out of my head. She was running in the windy snow, looking for something. Do you think it has to do with you and what's been going on? I don't know. It was just a dream, Rachel. They're not meant to make sense. A lot's happened the past couple days, that's all. Well, if you're not going to sleep anyway, you should tell me. I want to hear. All right. Okay. Gucken wir erstmal, was wir hier mit dem Fuchs machen können. Wo wir hier vielleicht überall hochkommen. Erstmal erkunden. Fuchserkundungen. Erkunden unsere Umgebung. Dann der Sonnenaufgang. The Circle of Life. Auf dem Königsfelsen. Ikonana in Monopana. Ikonana in Monopana. It's the Circle of Life. Sehr schön. Erstmal die Landschaft ein bisschen erkunden. Was geht, Natur? Ich bin's, der Fuchs. Sehr schön.
Doppelsprung. Ja, wo? Mal den Doppelsprung üben. Müssen wir ein bisschen Anlauf nehmen, damit wir drüber kommen. Das ist sehr schön. Das ist schon so eine Art wie ein Tutorial. Da wird uns schon ein paar Sachen gezeigt, die wir später wissen müssen. Da kamen wir her. Von der Sank hinauf. Auf den Berg. Das macht aber seltsame Geräusche. Der Sonne entgegen. Ich würde sagen, wir gehen erst wieder. Wir hoppeln erstmal der Sonne entgegen. Ups. Joa. Was eine schöne verschneite Landschaft. So, not far from her home, she followed that path to something unexpected. Oh, die Krähen haben den und die Raben und den kleinen Fuchs gerissen. Ist das traurig. Können wir irgendwas für dich machen noch? Ne, der ist tot. Oh Mann. She couldn't stay though. She had to find her other two children. So she took that path. She followed it towards something ancient. Something with answers. Eine weite, große Eislandschaft. The First Tree. Das ist das Game, was wir gerade hier spielen. Da fängt es an zu regnen. Na, sehr toll. Da wird schon hier die schöne, schöne Wette zerstört. Low, searching for any sign of her cubs. Points of light showed the way to this ancient tree. Oh. It was as if each one had a story to tell, all their own. The land was trying to tell my story too. I felt like I was right behind her the whole time. Sehr schön. Ein paar Sternchen einsammeln. Ich würde mal sagen, erstmal dort weiter. Immer den Sternlichtern entgegen. Ach, da haben wir schon. Haben wir hier noch welche irgendwo? Da drüben sind noch welche. Da sehe ich noch ein Lichtlein leuchten. Die Musik ist ziemlich laut, aber auch genauso wundervoll. Viel hinterlassen leuchtende Spuren. Ist ja sehr schön. Ihr könnt ein bisschen leiser die Musik, das ist aber okay. Ansonsten. Achso, ich kann ja Doppelsprung. Hatte ich vergessen. Ich vergaß. Dass ich den Doppelsprung beherrsche. Und weiter durchs Gestrüpp. Ein kleiner Fuchs auf weiter Wanderschaft. Wo führt uns unsere Wanderschaft hin? Wo werden wir hingelangen? Kein Stern. Ah, doch, hier. Wir müssen noch ein bisschen buddeln hier.
Wasn't he like a lumberjack? That's one way of putting it. Lokomotive. His wood was a canvas, and a carving knife was his paintbrush. Spielzeug. Even after working a 50-hour week, even after his hands were more splinters than skin, he would bring home the nicest piece of Alaskan weeping cedar and make me toys. That wooden train was the first toy I can remember, and I loved it. I just knew from a young age I was going to be a lumberjack, like my father. Ich wollte gerade einen kleinen Screenshot schießen, aber ich hab vergessen. Ist hier gerade. Ist gar nicht Steam, ist kein Steam-Game. In Steam-Games kann man wunderschöne Screenshots schießen. Auf einer bestimmten Taste. F12. Im Epic Games Store geht das ja gar nicht. Epic Games. So, wo gehen wir als nächstes lang? Ich würde mal versuchen, dort hinten über den Berg zu kommen. Gucken wir mal hier über die Ecke drüber. Ein bisschen hüpfe und springe. Und weiter der Sonne entgegen. Ist immer nichts Falsches, der Sonne entgegen zu rennen. Nein, das waren meine Fußspuren, meine Tatzenspuren. Okay. Oha. Wird es Nacht oder was? Aber die Sonne ist doch gerade erst aufgegangen. Das kann doch gar nicht. Oh, wo sind wir jetzt gelandet? Ist aber ganz woanders. Mal ranschleichen. Draufstürzen. My teenage years were full of sketching, angst, and trouble. I wasn't popular or unpopular. Maybe just forgettable. I guess that gave me a sense of freedom. So I hung out with crazy kids, doing crazy things, even though I mostly just watched the chaos ensue. We did it all. Put fireworks in mailboxes, hide roadkill in people's garages, break windows of the barbershop in Anchorage. My dad was furious, but he was so busy working he couldn't do much to stop me from going out. I think being an adult means there's no one to stop you making hard decisions. He had to make a living, and he couldn't be in two places at once. Yeah, I realize that now. But at the time, I was sure he was more interested in growing his business than what was going on with me. Okay, der Sprecher erzählt über seine Kindheit. Okay. Wir erfahren hier vielleicht einiges autobiografisches über den Entwickler. Kann vielleicht sein. Oh, eine Mütze. Hören wir nichts dazu. Nicht seine Mütze. Ein Polizeiauto. Oha. Was da hinten passiert? Wollen wir das wissen? He was working another late night, and my friends were over, saying how bored they were and how they had come all the way out to my house for nothing. One of them mentioned how that old, ugly beyond belief truck was still in the garage, and how we should take it for a spin. I was only 15, so I kind of fought it for a while. The next thing I knew, we were craning around the mountain path, rocks spitting onto the sides of the cliff, while my dad's cringeworthy bluegrass blared out the speakers. I drove while my friends were in the back of that yellow and purple truck, throwing beer bottles and trash at anything remotely interesting.
felt like I was soaring in the air with borrowed wings. But all good things have endings. A cop outside of Eagle River pulled us over after he saw us in a bottle rocket into someone's yard. What followed was a long night of talking to disappointed adults and feeling smaller than ever. Okay. Er hatte eine bewegende Kindheit. Wie es ausschaut. Wie es klingt. Ja, was haben wir in der Schultafel? Otter Lake. Oha. Das klingt es. Oh, wir haben Schmetterlinge. Wir haben da Schmetterlinge aufgesammelt. Ein paar Begleiter für uns. Das ist aber nicht mehr so alleine, ne?